Hi, mein Name ist Lukas und ich habe mir für euch heute die schlechtesten Filme 2016 rausgesucht und welche das in meinen Augen sind, das erfährst du jetzt. Ein großer Flop in meinen Augen war auf jeden Fall Suicide Squad, wo ich sagen muss, dass man am Anfang mit einer sehr großen Erwartung daran gegangen ist und nicht nur ich, sondern auch viele anderen gehofft haben, okay, wenn man jetzt die Superhelden vor die Kamera holt, dann muss da wirklich was Gutes draus werden. Doch das ist leider hier nicht so, da ist eher die Story ziemlich mäßig, man weiß überhaupt gar nicht, wo will der Film hin und nach der ersten halben Stunde wirkt er einfach nur noch langweilig und irgendwie sinnlos und das ist ziemlich schade, weil auch gerade der schlechteste Joker hier mit 90% des gesamten Filmmaterials rausgeschnitten wurden und nur 10% reingeschoben wurden. Das verändert den Film. Ich weiß nicht, wie er in der Extended Version ist, wenn man die ganzen Materialien sich wirklich mit dem Joker anschaut. Da weiß ich nichts, aber persönlich muss ich ehrlich sagen, kann ich den Film niemandem empfehlen. Einer der schlechtesten Superheldenfilme, beziehungsweise auch jetzt im Gesamtkonzept der schlechtesten Filme des Jahres 2016. Dann haben wir noch die Wilden Kerle 6, wo ich sagen muss, hier wurde einfach nur die Story kopiert, obwohl der Film sich eigentlich an die richtet, die damals die ersten bis fünften Teile gesehen haben, beziehungsweise auch an die jüngeren Generationen, die eventuell nicht mit die wilden Kerle aufgewachsen sind. Und da muss ich sagen, er richtet sich an beide Gruppen total fehl. Nämlich die, die damals die Filme gesehen haben, werden merken, oder beziehungsweise die, die den ersten Teil hauptsächlich gesehen haben, die werden merken, okay, hier ist einfach genau dieselbe Story nochmal rübergekommen, beziehungsweise einfach nur eins zu eins kopiert. Wir haben genau dieselben Handlungsstränge, wir haben sogar teilweise einfach genau dieselben Szenen, nur halt vielleicht mit einem bisschen aufgepeppten Setting, mit neuen Schauspielern. Doch das wirkt einfach so, als wäre hier nicht ein neuer Film entstanden, beziehungsweise ein sechster Teil, sondern einfach die wilden Kerle Teil 1, ein Remake. Und da muss ich sagen, ist der Film leider nicht so, wie man sich's erhofft. Und da richtet er sich sowohl an die Älteren als auch an die Jüngeren irgendwie nicht so, dass man sagt, okay, hier bringt der Film eine neue Generation. Das, was damals geklappt hat, kann einfach nicht jetzt nochmal klappen. Damit leider der schlechteste Film des Jahres. Ebenfalls ein großer Flop war die Videospielverfilmung Ratchet & Clank. Und da muss ich sagen, richtet sich der Ratchet & Clank genau wie jede andere Videospielverfilmung, beispielsweise Warcraft The Beginning, an die Leute, die das Spiel heute bzw. damals spielen. Und da muss ich sagen, ist Ratchet & Clank ein Spiel der alten Schule. Das heißt, die, die es damals gespielt haben, sind jetzt schon 20, 30 Jahre alt. Und da muss ich sagen, ich persönlich habe auch das Spiel gespielt, was 2 bis 3 Wochen vorab rauskam. Und für jeden Hardcore-Fan bzw. Fans, an denen der Film sich richtet, werden das Spiel wahrscheinlich auch gespielt haben, weil es ist seit Jahren endlich wieder ein Ratchet und Clank Teil auf der PlayStation erschienen. Und da muss ich sagen, ist es hier einfach genau dieselbe Story. Es werden teilweise sogar Sequenzen übernommen, die man im Spiel sieht und im Film auch, ob sie jetzt vom Spiel in den Film oder vom Film ins Spiel übertragen wurden, sei da mal dahingestellt. Zumindest, wenn man das Spiel gespielt hat, was doch meiner Meinung nach viel mehr Spaß macht, sich wirklich langfristig auf das Spiel einzulassen, selber zu spielen, es selber mitzuerleben, statt sich hier 90 Minuten einfach genau dasselbe Material nochmal anzuschauen, beziehungsweise einfach dieselbe Story nochmal zu erleben, muss ich sagen, war das wirklich ein Flop, wo der Film 1:1 übernommen wurde und überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und für jeden Fan da draußen macht es einfach keinen Spaß, sich den Film anzuschauen und wirklich keine Empfehlung von mir, deshalb auch der schlechteste Film des Jahres 2016. Und auf der anderen Seite an die, die das Spiel damals nicht gespielt haben, da richtet der Film sich ja indirekt irgendwie auch noch an jüngere Zuschauer, da muss ich sagen, ist der Film animationstechnisch auch nicht so, weil er hier versucht irgendwie diesen alten Geschmack der alten Filme, der auch, oder beziehungsweise der alten Spiele, die natürlich auch nicht groß qualitativ waren, aber einfach auf den Witz und den Humor gelegt wurden, da ist er einfach animationstechnisch nicht mehr auf dem Level, wie wir es heute 2016 haben und daher wirklich einer der schlechtesten Filme 2016. Dann haben wir den Horrorfilm The Other Side of the Door, wo ich sagen muss, dass der Horrorfilm mir wirklich nicht so gut gefallen hat, weil seine Story ziemlich schwach ist, die Effekte sehr, sehr, naja, ziemlich mau gehalten sind und der schauspielerisch der Film wirklich nicht das große Kino bringt und da muss ich einfach sagen, langweilt der Film von Anfang bis zum Ende, wenn man halt sich darauf einlässt, okay, hier kommt jetzt wirklich eine Story, die, wo man am Anfang denken könnte, okay, die könnte ein bisschen Nervenkribbel hervorrufen, doch da bringt die Story einfach komplett nichts. Es geht nämlich darum, dass eine Frau, die ihren Sohn bei einem Unfall verliert, irgendwie wiederholen möchte und sie tritt an das Tor, wo, oder beziehungsweise tritt an einen Ort, wo die Tür zur, ja, die des Jenseits irgendwie ganz dünn ist. Und da möchte sie mit ihrem Sohn reden, doch der Film bringt zwar am Ende einen kleinen Twist, der aber wirklich das Ganze nicht so rumreißt, deshalb der Film langweilt einfach nur und macht überhaupt gar keinen Spaß. Deshalb ein Horrorfilm, den ich überhaupt nicht empfehle und wirklich einer der schlechtesten Horrorfilme der letzten Jahre und auch dieses Jahr.
Ein Film, dem ich in der Kritik ein schlechtes Ranking gegeben habe und daher auch einer der schlechtesten Filme 2016, ist Smaragdgrün. Warum? Ist einfach, weil dem Film man gar nicht so dieses ganze Feeling abkauft. Der versucht zwar hier auf Hollywood-Art, vielleicht sogar Fantasy-Art wirklich was Großes rauszureichen, sowohl Kulisse, sowohl die Kleider, alles aber wirklich nur auf einem Level, wo man sagt, okay, da wurde zwar sich Mühe gegeben, aber irgendwie bringt der Film nicht das rüber, was er rüberbringen möchte, obwohl schauspielerisch hier versucht wird, das Ganze nochmal ein wenig hochzureißen. Das klappt nicht. Film kauft man einfach nicht ab, dass er wirklich ein Film ist. Es sieht so aus, als wäre es eine Doku. Man fühlt sich nicht mit dem Film in Verbundenheit. Das heißt, der Film ist nicht das, was man sich erhofft, wenn man einen Film sieht. Man weiß einfach, okay, da sind Schauspieler, die lernen ihren Text. Die ganze Kulisse sieht aus wie ein Studio und da ist der Film wirklich nicht gelungen und damit wirklich einer der schlechtesten Filme 2016. Und das war es auch mit den schlechtesten Filmen meiner Meinung nach. Ich habe mir 5 rausgesucht von meinen 50, 60 Filmen dieses Jahr. Da muss ich einfach sagen, wollte ich nicht noch mehr Filme mit reinreißen, die eventuell sogar noch auf einem ganz bestimmten Level für manche einigermaßen gut sind. Deshalb hier nur meine 5 schlechtesten Filme. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich da vielleicht sogar richtig gepunktet habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wie immer ist das halt meine Meinung. Das heißt, solltet ihr andere Meinung sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir jedes Kommentar oder jedes eigene Rank von euch in den Kommentaren durch. Damit bin ich durch. Wir sehen uns nächste Woche bzw. im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und wir sehen uns bis dahin. Ciao!